Einfach besser. Es war noch einer. Feindliche Drohne aktiv. Ah! Ah! Direkt vor dir. Nee! Nee! Also, ich lasse mich hier wirklich nicht vom Spiel verarschen. Ja, Freunde, wir sind wieder zurück in Warzone 2 und es ist endlich soweit. Ich habe es ziemlich lang aufgeschoben, aber heute das Video zur Minibug. Das ist quasi die neue Bullfrog oder die neue Bison, also eben so eine SMG, die dieses komische Trommelmagazin da drunter hat. Unfassbar stark in Warzone 2, wirklich. Ich würde fast behaupten, die SMGs sind generell alle fast geil, aber die Minibug hat irgendwas an sich. Ich glaube, das liegt daran, dass sie so eine gute Time to Kill hat, vor allem auf den Kopfdrop, die gefühlt instant, und ein sehr großes Magazin. Das heißt, es macht extrem viel Sinn, die zu spielen, wenn man eben, ja, gegen mehrere Leute gleichzeitig fightet. Und das macht halt noch mehr Sinn, wenn man dann Solo gegen Squad spielt oder Duo versus Squad. Und das seht ihr jetzt. Ganz viele richtig wilde Gameplay-Szenen. 1 gegen 3 ist, 1 gegen 4 ist mit der Minibug. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Support ist immer, ja, sehr, sehr geil. Und das kostet euch nur eine kurze Sekunde, ne? Deshalb auf jeden Fall ein Like da lassen. Und falls ihr noch neu sein solltet und diesen Channel supporten wollt und natürlich auch die nächsten Videos nicht verpassen wollt, Warzone 2 Videos kommen natürlich in Zukunft noch sehr, 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 sehr viele, dann lasst natürlich auch unbedingt ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu den 200.000 Abonnenten, wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr, aber ja, gerne supporten. Und jetzt viel Spaß mit den Gameplay-Szenen. Feindliche Drohne über uns. Nein, oh mein Gott, wie schnell ich tot war. Oh, war ich nicht mehr plated? Hatte ich gar keine Plates mehr? Oh, er hat so langsam gespielt. Also ohne Headset. Oh. Ups. Ich dachte, ich kriege ihn gar nicht mehr. Da haben die Magnetics aber doch noch gut funktioniert da. Danke dir. Abbrechen, oder? Oh doch. Darf ich hier nichts vergessen? Das ist eigentlich eine Tür. Ah, das ist eine Tür, die man nicht sieht. Das ist eine geile Tür. Das war's? Und 30 Leute. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da in der Nähe ein Team ist? Ich bin auf jeden Fall nicht alleine mit dem Plan. Die Grüße gehen raus. Danke für die Platte. Ich will eigentlich zu meinem Haus. Ich will nach Hause. Jetzt weg. Hallo, der Handwerker ist da. Ich würde gerne einen Klemmfilz machen. Mir wurde gesagt, das Haus ist leer. Ich kann einfach reinkommen. Gut. Jetzt wird's scheiße. Das da oben ist in der Zone. Bro, stirb doch endlich!
schrecklich! Ey, was ist das denn? Nicht mal die Kills bekommen, ne? Nicht einen von diesen Kills bekommen mehr. Also so eine Frechheit, ehrlich. Der hat wirklich geschluckt wie seine Ma. Das hat Krach gemacht. Hast du es gehört? Ah! Herzinfarkt. Ich hasse das Game. Habe ich schon mal gesagt? What ist das für ein Spot? Oh mein Gott, da kann man rein? Oh nein, das Fen- das ist so... Oh... Nein... Ey, wenn der da nicht auf dem Dach ist, ne? Dann habe ich halt alle, aber es... Ach, Mann, ey. Nein! Nein! Oh mein Gott, Bro, den Tod habe ich nicht verdient. Den Tod habe ich nicht verdient. Okay, Digga. Gute Lobby. Solo versus Squad, Digga. Bro! Diese scheiß Crashes, Mann. Wieso wurde der zweite nicht angezeigt? Er ist doch genau bei ihm gewesen! Ey, was ein Bullshit! Schmeckt. Da sind die Idioten. Vor mir. Ach, so ein Quatsch, Bro. Ich sehe nicht. So ein Quatsch. Ich sehe nicht. Chris, mein Retter! Nein. Chris, ja. Nein. Sorry, ich habe nicht gesehen, da war ein Busch davor. Alles gut. Guck, ich drück nachladen. Er macht nichts. Achtung, und gleich. Voll. Beim Minibug auch. Voll. Hä? Ich hab hier Panzerung. Ich hab mich einmal getroffen. Ah, lol, es leben nur noch 7 Leute. Hier sind Steps irgendwo. Auf Top ist nichts. Auf Top ist gar nichts. Ich geh auf Top. Da ist ein Omni. Magst du es auch, wenn du auf Top gehst? Leise. Auf Top ist gar nichts. Also, diese Runde ist halt nicht komplett kaputt bei mir. Ich hab nicht gesagt gewesen. Timing, oh mein Gott. Oh, sehr, sehr stark. Sehr, oh mein Was Gott. Machen die denn? Okay, ich check die Steps gar nicht. Wo können die sein?
falsche Waffe draußen. Und ich höre die Steps erst einen Meter vor mir. Bekommt mit der Minibug wahrscheinlich. Ja, safe. Aber sehr stark spielen. Ach man, Digga. Ich dachte, er ist irgendwie, weißt du, ich dachte, er macht smarter und es bleibt da nicht hinter der Mauer, sondern ist ein bisschen weiter weg. Dass er ja, besser holden kann. Oh. Ja, mit der Minibug hätte ich ihn safe gehabt. So, da ist das wunderschöne Teil. Ihr seht's, vor allem in der Vorschau, finde ich, sieht die Orion-Tarnung hier im Klasseneditor immer unfassbar sexy aus. Aber die Minibug so oder so natürlich eine absolut geile Waffe. Mit diesen 5 Aufsätzen würde ich sie euch empfehlen. Bei dem Laser könnt ihr noch so ein bisschen ja, machen, was ihr wollt. Ich habe da einen genommen, bei dem man eben den Strahl nicht sieht. Ihr könnt natürlich einen nehmen, da sieht man den Strahl. Dafür ja, hat der nochmal ein bisschen mehr Vorteile. Also euer Hipfire ist dann nochmal krasser. Aber so muss ich halt nie drauf achten, dass ich jetzt ins Visier gehe, weil man sonst meinen Laser sieht und so weiter und so fort. Vor allem bei 1 gegen 4 verrät man mit diesen Lasern schon oft seine Position. Und natürlich noch die Tunings. Den Lauf habe ich auf Bewegungstempo beim Zielen und ZV-Geschwindigkeit getuned. Ich weiß, da gibt es ja mittlerweile die ein oder andere Erkenntnis, dass man das auch ja richtig feintunen kann. Das heißt, dass man darauf achten muss, dass es hier einen Sweet Spot gibt, ab dem es sich nicht mehr wirklich lohnt oder sogar die Mobilität dann wieder runtergeht. Das heißt, ungefähr hier, ich glaube bei 0,2 oder sowas sollte das sein. Ich mache es aber trotzdem bei der einen oder anderen Waffe auf das Volle und Ganze. Also für die Leute, die das nicht 100% verstanden haben jetzt hier gerade, haben wir hier ein Beispiel. ZV, zwischen ZV und Reichweite, wenn ich die jetzt auf Reichweite bauen möchte, dann seht ihr, da ist schon der Höhepunkt ungefähr hier erreicht und alles, was ich jetzt weitermache, verringert eigentlich nur den Rest und deshalb kann man davon ausgehen, dass dieser Graph Sweet Spots bei diesem Tunings zulässt und das vielleicht vom Nachteil ist, wenn man das komplett einfach in eine Richtung macht, aber ich mache das mittlerweile trotzdem wieder so, weil sonst ist es mir einfach zu blöd. Ja, Bewegungstempo beim Zielen, ZV, bei der Mündung den X10R-Lauf ist es, glaube ich, beziehungsweise Schalldämpfer, den habe ich auf ZV. Und hier bei Untätigkeit, Zielstabilität, Geschossgeschwindigkeit habe ich nichts gemacht. Und den True Tech Griff habe ich auf ZV und Sprint to Fire. Und dann diesen Otresat. Ja, Otresat schafft nochmal auf ZV und Bewegungstempo beim Zielen. Ihr merkt schon sehr viel Bewegungstempo beim Zielen. Und es liegt daran, dass ich natürlich in Solo vs. Squad strafen möchte. Strafen ist eben im Visier rechts, links laufen. Und ihr seht, das geht eben mit der Waffe relativ schnell. Okay, das ist natürlich jetzt ein perfektes Beispiel. Jetzt kann ich es euch nicht wirklich mit einer anderen Waffe zeigen. Aber wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr halt ultra langsam im Visier. Und es ist schon von Vorteil, um manche Ecken eben einfach schneller laufen zu können oder einen knocken zu können, kurz direkt im Visier zu bleiben, aber um die Ecke zu gehen, auf den nächsten, der euch pusht, warten, den irgendwie knocken oder so und dann wieder ums Eck gehen. Deshalb, ja, ihr verliert nicht irgendwie an krasser Rückschusskontrolle. Ihr merkt, hier der Rückschuss immer noch, ne, also ich meine, ich kann trotzdem den hier hinten natürlich beamen, so, ne, klar, ist ein SMG, aber es geht auf jeden Fall absolut klar, wenn man einen Rückschuss kontrollieren kann. Unfassbar einfache Waffe zu spielen, sehr viel Schaden, sehr gute Reichweite, sehr gute Mobility, einfach alles übel geil. Nur gegen die Fennec auf Close Range wird die halt logischerweise abkacken, wenn ihr hier keine Headshots trefft. Baut euch die Klasse unbedingt nach, wie gesagt, aktuell mit meiner Lieblingswaffe, vor allem, wenn ich Solo vs. Squad spiele. Viel Spaß damit, bis zum nächsten Video, haut da rein, ciao, ciao.